Molle de Trimax hier. Es gibt ein neues, großes Update in Clash of Clans. Einiges ändert sich. Es ist ein ultra stark umstrittenes Update. Wir werden jetzt nach und nach durchgehen, was alles neu ist. Es gibt neue Items, Snacks, die verschiedene Boosts sind. Jetzt das große Ding. Es wurde immer weiter verkürzt, die Zeiten der Upgrades. Keine Ahnung, das war mal 12 Tage eine Kanone-Upgrade, ist dann nur noch 4 Tage, damit Spieler von unteren Rathäusern schneller nach oben kommen. Aber die Leute, die gemaxed sind, die haben nichts mehr zu tun gehabt. Unendlich Gold und unendlich Elixier und dunkles Elixier und konnten das nirgendwo hinstecken. Haben trotzdem täglich die Liga-Angriffe gemacht für Sternerz und die ganze Stuff. Konnten damit nichts machen. Jetzt kann man... Muss ich erst was freischalten? Ja, okay, hier ist es. Das können wir aufladen. Wir können aufladen, empowern. Für eine begrenzte Zeit. Da haben wir es, okay. Wir können mit unseren Bauarbeitern das Gebäudelevel aufleveln für einen begrenzten Zeitraum. Das ist toll für die Leute, die eh unendlich viele Ressourcen haben. Ist aber ultra verhasst von den Leuten, die kurz davor sind, Max zu sein. Und dann am Ende ja offiziell doch noch nicht Max sind. Das heißt, wir haben eine Gruppe, die finden das super toll. Endlich gibt es hier was zu tun. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, Digga, jetzt stecke ich hier so viel Gold, Geld, Zeit rein, um das zu upgraden. Und am Ende wird es mir wieder genommen. Und da gibt es die zwei Fronten, die da ganz stark gegeneinander sind. Ich finde es okay, wenn man Max ist, dass man das machen kann. Die Leute, die jetzt noch nicht Max sind, ist ja auch in Ordnung, weil zum Update, wenn Rathaus 17 kommt im Dezember, fällt das alles wieder weg. Und Sammler upgraden könnte ein krasses Ding sein. Das lohnt sich für alle. Guck mal, man steckt einmal 1,7 rein und das steigert die Produktion. Wir können das dreimal upgraden, das machen wir gleich. Ey, wenn es euch gefällt und ihr wollt es sehen, wir gehen auch noch auf den Free-to-Play-Account und das Dezember-Update kommt ja dann auch bald. Gerne den Kanal abonnieren und wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, könnt ihr das im Shop machen, hier oben den Trader-Code machen, monatlich mehr als 50.000 Leute. Vielen Dank an jeden Einzelnen, sehr, sehr geil. Es soll ja eine Szenerie rausgekommen sein, die 40 Euro kostet. Wo ist die? Ich kaufe mir erstmal den Gold-Pass, das ist das Einzige, was Sinn macht. Achso, Digga, das Größte vergessen. Das hat alles so... Änderung in-game. Aber das, was am heftigsten ist, das hat gar keiner so richtig angesprochen. Das ist aber den Sneak Peeks nicht drin. Das hat Itzu auch nur beiläufig erwähnt. Vorher konntest du aus Lagern 800.000 Gold oder Elixier, beides, mitnehmen. Das wurde jetzt geändert. Und zwar heftig. Ihr könnt jetzt, der beste Angriff ist 3 Millionen Gold, 3 Millionen Elixier und ich glaube 20.000 Dunkles. Mit einem Angriff in einem Public Match. Kein Clanschick oder irgendwas. Ich kann hier auf Angriff drücken und kann dann Leute finden. Natürlich ist es selten. Die müssen die Sammler voll haben und die Lager voll haben. Aber das ist verrückt. Maximaler Loot ist Stand jetzt 3,3 Millionen. 3,3 Millionen mit einem Angriff. Digga, das ist ja verrückt. Wo können wir jetzt die Snacks sehen? Ach, oh mein Gott. Snacks kommen erst am 11. Ah, okay, die kommen mit dem Event. Geil. Habe ich schon vorher gekauft. Smart. Stimmt, der Loot wird ja noch heftiger, wenn du das hier upgradest, ne? Ich mach das mal rein aus Interesse. Oh, wir machen jetzt noch was Verrücktes. Ja, ich habe eine Idee. Der Entscheidungswürfel war auch so eine Verarsche. Passt mal auf, was ich jetzt mache. Mann, alle Lager sind voll. Würfel bitte irgendwo hinpacken und dann loswerden. Einlagern. Da ist Supercell zum Glück zurückgerudert. Die hatten ja keinen Skin gegeben. Nur einen Würfel Cosmetic. Da war die Judith so sauer, dass sie noch einen Skin hinzugefügt haben. Dadurch ist das jetzt die beste Season für Gold Pass eigentlich überhaupt. Zwergenwächter. Cool. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir werden jetzt... Wir greifen jetzt erstmal an. Scheiß drauf. Habe ich Truppen? Natürlich habe ich keine Truppen. Aber was ist der Schnellausbildung? Ja. Ausbilden, ausbilden. Finish. Finish. Angreifen. Ich will sehen, ob der Loot besser ist. Bei mir auch. Jeder Angriff 1 Million, das ist so krass. Okay, aber beide 800.000 ist schon mal krass. Boah. Boah, Digga, das ist ja Rathaus 7 gefühlt. 1, ich habe nicht lange gesucht. Okay, das ist geil. Aber, bevor ihr euch jetzt zu schnell freut, kann euch auch mehr geklaut werden, oder nicht? Wenn aus den Lagern mehr genommen wird. Erster Gegner bei mir 2,5 Millionen. Habe gerade einen mit 2,3 Millionen Elixier angegriffen. Okay, das ist krass. Das ist krass. Mehr Loot einfach. Hatte gerade 2,7 Millionen von beidem und 14.000 Dunkles beim dritten Angriff. Digga. Muss halt immer so viel wie möglich ausgeben. Finde ich richtig, richtig geiles Update. Aktive Spieler werden jetzt dadurch viel mehr belohnt, ne? Oh mein Gott, wer ist er denn nochmal? Die haben mich nicht zurückgeändert. What the fuck? Ja, okay, das ist heftig. Und das ist noch ohne Belohnung. 1,6 Millionen Gold. Also der mächtigere Loot finde ich schon mal geil. Wir machen jetzt Folgendes. Ich empowere, also ich auflade jetzt, ich mache hier eine Aufladung, zack.
finishen. Das bringt, also das macht ihr bitte auf gar keinen Fall. Das ist unendlich dumm, ne? So. Ich habe den Elixiersammler jetzt dreimal empowered. Der macht jetzt 7500. Naja, 7000. Es ist besser als nichts. Von 7000 auf 7500. Ja, die Kapazität erhöht sich, aber bringt das was? Das sind keine 10%. Einer hat es ausgerechnet, man braucht 350 Tage, damit man mehr Ressourcen hat, als man ausgegeben hat. Okay, das ist krass. Was können wir denn alles empowern? Wir können empowern die Sammler und die Minen. Magierturm nicht, Bogenschützenturm nicht, Kanone nicht, Inferno-Turm geht. Okay, das ist ein Unterschied. Das ist deutlich mehr Damage. Monolith nicht, Eagle Artillery nicht, Streukatapulte. Zweimal upgraden. Also Inferno-Turm, Streukatapulte. Und X-Bogen. Alles zusammen läppert sich das. Gerade wenn du noch einen Rage-Spell spielst. Das ist schon dann mächtig. Aber es ist, wie gesagt, nur für Spieler, die wirklich alles maxed haben, immer mit beidem voll sind und nicht wissen, wohin mit den Ressourcen. Dafür ist es gut. Bauhütten auch. Wieso kann ich denn die Minenwerfer aufladen, Digga? Das ist ja wohl die most random Defense. Und lass mich raten, einen Tesla kann ich nicht aufladen. Doch, Tesla kann ich auch aufladen. Wäre ja auch sauer gewesen. Meine Mauern sind maxed. Ich kann auf meinen Free-to-Play-Account nichts machen. Oh, wenn ich jetzt die Mauer nicht maxed hätte, Digga. Ich würde erstmal eine 12-Stunden-Serie anhauen und dann 12 Stunden boosten. Ich habe früher, als ich in meiner Prime gespielt habe, ich glaube, wo Rathaus 9 das höchste war. Ich weiß das noch ganz genau. Damals gab es auch noch keine Schleichkobolde. Ich habe mit Kobolden gespielt. Ich bin dann noch zur Schule gegangen. Ich habe den ganzen Sommerferien, war es zu heiß. Ich habe im Keller gehockt. Ich habe mir meinen Fernseher in den Keller gebracht und meinen Sessel und habe da illegal Kinofilme geschaut und Serien. Ultra verpixelt, teilweise aus dem Kino abgefilmt, macht das nicht nach. Und dann habe ich einfach nur geboostet. Es kamen Freunde rum, mein Bruder war dabei, wir haben den ganzen, draußen war wunderschönes Wetter, wir haben den ganzen Tag geboostet. Ich habe mit normalen Kobolden angegriffen und ich habe angegriffen ab 35.000 Gold oder 35.000 Elixier. Und ich war kurz vor Maxed. 35.000 Gold und Elixier war ein guter Angriff. Und jetzt kriege ich hier mit einem absoluten Scheißdorf. Was ist das für ein Base-Design? Was hat der für Level? Was ist das hier? Wieso gibt der mir 1,8 Millionen Gold? Also, Digga, ich würde am liebsten sofort nochmal ein Clash of Clans Free-to-Play-Projekt machen, Digga. Ich hätte ja Mauern maxed. Also, Digga, das ist ja gerade, also aktive Spieler werden ja, das ist ja alles vorbei. Vor allem, ich bin viel zu niedrig. Ich bin nur auf 3300 Pokalen. Digga, der Loot ist ja gestört. Wenn ihr es auf YouTube seht, könnt ihr sehr gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich will mir da ja noch ein paar Pro- und Kontra-Argumente sehr gerne durchlesen. Ich bin jetzt nur pissed, dass ich keine Mauern farmen kann. Könnte ich auf dem Account, aber nee. Ich hätte jetzt so Bock Free-to-Play, ne? Ich habe so Bock auf das Dezember-Update. Neues Mauern-Level und dann mit dem Free-to-Play-Plus-Pass-Account. Das wird zwar noch ewig dauern, bis ich da max bin, aber dann wird es umso krasser. Aber bei mehr Loot sind wir uns alle einig, ist geil. Aktives Spielen wird belohnt. Tut mal schon wieder 900.000. Guckt es euch doch mal an. 1,5 Millionen von beidem. Ohne Bonus. Ohne Angriffsbonus. Die neuen Mauern mit dem Loot werden so schnell gehen. Ja, ja. 1,1 Millionen bei so einer Kackbase. Das ist der echte Loot. Und das nur bei 3.300 Trophäen. Der restliche Content kommt, die Snacks. Die kommen mit dem Event. Bin gerade Legende und hier ist nichts unter 1,8. Boah, 2 Millionen von beidem. Alter. Den gucken wir uns mal genauer an. Den schauen wir uns mal ganz genau an, du. Oh, Monolith nicht mitgetroffen. Ist das krass. Hier nochmal reinzünden. Digga, der Anime-Skin ist immer noch so komisch, ne? Was macht der denn da? The fuck? Digga, also der Anime-Skin ist ja so crazy, ne? Ich glaube, da werde ich niemals auf meinem ganzen Leben drauf klarkommen. Was passiert da? Krass. Mehr als 2 Millionen von beidem. Das gibt auf jeden Fall fett Motivation. Ich habe ja noch viele Defense, die ich auf meinen Free-to-Play-Account noch nicht maxed habe. Die wollen wir auf jeden Fall damit angehen. Zusätzlich gab es ja zum allerersten Mal, das dürfen wir auch nicht vergessen, Balance-Changes, ne? Die Ausrüstung wurden geändert. Ich glaube, der Riesenhandschuh wurde schlechter gemacht. Ewiger Wälzer wurde schlechter gemacht. Ich glaube, der Raketenspeer wurde gebufft. Und die Erdbebenstiefel wurden auch gebufft. Aber ich glaube so, dass es balanced ist. Ich glaube, das ist jetzt nichts Ultra-OP. Eilflasche wurde auch schlechter gemacht? Okay. Okay, also es kommen noch Snacks. Und es kommt noch die neue Szenerie. Also alleine für den Loot ist es der Wahnsinn. Außer die nerven das, ja genau.
Es kommen Lootboxen rein in Clash of Clans. Gewöhnlich, selten, episch, legendary. Und es kommen noch die neuen Snacks rein. Das wären sehr starke Items. Das beides kommt noch. Das kommt am 11. zwei Tagen oder was? Da gehen wir dann auf jeden Fall ins Update rein. Ey, schreibt sehr gerne auch in meine Kommentare. Mehr Loot für alle. Ultra geil. Das macht richtig Bock. Defense upgraden, wir haben es besprochen. Hat Vor- und Nachteile. Einige finden es geil, einige finden es nicht cool. Immerhin hat man jetzt irgendwas zu tun. Und wenn man es nicht machen möchte, muss man es auch nicht machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns direkt im nächsten Update am 11. Und ja, Meinung in die Kommentare. Denkt an den Trailer-Code. Tschüss.